damit herzlich willkommen zum zweiten Part von DLS 20. Ja, wir machen jetzt hier wieder weiter bei unserer Karriere. So, wo sind wir stehen geblieben? Also, wir sind in der Trainingsliga bei Spiel 3. Okay, wie sieht unser Team gerade aus? Also, ich habe das jetzt hier extra auf Offensiv gestellt. Ja, aber ich denke, es ist besser. So, dann machen wir das kurz weg. So. Und ich hatte ja letztes Mal Firmino auf 85 gemacht. Das war eigentlich bloß für ein Spiel. Dieser Formschub hier ist nur für ein Spiel. Da haben wir ja diesen legendären gemacht. Wenn wir den Trainer aber nehmen, dann wird es richtig, glaube ich. Und wir können auch bei den Transfers hier einen Agenten. Ich würde sagen, wir nehmen einen legendären. Mal gucken, was rauskommt. Okay. Ja, wow. Die sind jetzt nicht gerade die Besten. Aber dafür müssen wir wahrscheinlich sowieso unser Team verbessern. Ich glaube, die brauchen wir nicht mal. Und was ist, wenn wir einen Agenten nehmen? Bestimmte Spieltypen für deine Mannschaft und für Vertrag. Die Kosten des Spiels. Okay. Wir nehmen mal einen legendären. Ah, nicht so viel. Wir nehmen mal einen gewöhnlichen. Mal gucken, was rauskommt. Welchen Spieler wir jetzt bekommen. Wahrscheinlich. Also, ich denke mal nicht so ein guter. Weil unser Team wird sowieso nicht so gut. Heidenkurzen. Ich kenne ihn auf jeden Fall schon mal nicht. 63 ist nicht so schlecht, aber keine Ahnung. Unser Teamwert ist jetzt bei. Also wir spielen gleich gegen Moreira. Unser Teamwert ist bei 60,6. Ja, doch, wir könnten den auswechseln gegen den wo wir gerade bekommen haben. Weil der hat einen besseren Wert auf jeden Fall. Wir bräuchten halt mal einen Wechselspieler für den fürs linke Mittelfeld. So, sollen wir hier noch irgendwas ändern? Ich glaube, ich würde es jetzt erstmal so lassen. Dann würde ich sagen, ja. Spielen wir heute. Spielen wir Spiel Nummer 3. In unserer Karriere. Ja, mit dem guten Roberto Firmino. Moreira gegen, oder wie man es auch immer ausspricht, gegen, ja. Die Soap FC. Wir haben direkt uns den Ball erobert, gehen vor. Schießen direkt ein Tor. Also besser kann der Start eigentlich gar nicht losgehen. Aber es ist ganz gewöhnlich, dass man da gewinnt. Ich meine, Trainingsliga. Also vielleicht nochmal zur Erklärung, Trainingsliga ist die einfachste, das ist die Anfangsliga, die einfachste, die es überhaupt gibt. Ja, und dann treffe ich einfach trotzdem nicht das Tor. Das ist natürlich nicht so gut, wenn man einfach mal das Tor nicht trifft. Ah, da musste ich halt ein bisschen üben noch. Ich habe auch gemerkt, weil man kann da so Testspiele spielen und Training machen. Da habe ich gemerkt, wenn man jetzt so Doppeltipp macht, schießt der auch, aber halt nicht so einfach irgendwo. Der schießt dann halt jetzt nicht gerade den besten Schuss raus, bringt er raus. Und wenn man den Ball hat und wenn man so wischt, dann machen die auch so Tricks. Wobei die auch nicht gerade so gut aussehen. Wir machen mal einen. Ja, okay, das hat jetzt. Der ist eher zum Gegner gelaufen als sonst was. Ich finde auch Freistöße und sowas, das ist richtig. Die Steuerung ist richtig komisch, weil Freistöße, da trifft man fast nie, weil da, wo man hinzieht, kommt der Ball halt nicht hin und so. Und Strafstoß geht auch fast immer daneben. Aber wenn man da geradeaus einfach nur macht, dann geht er fast immer rein. Das ist halt richtig komisch. Da kann man eigentlich nur Glück haben, weil ich verstehe das noch nicht wirklich richtig, wie das jetzt richtig funktioniert. Okay, ja, jetzt. Ich wollte eigentlich nicht nach da, aber egal. Ja, also die Steuerung ist ein bisschen komisch, aber damit können wir leben. Jetzt hat die. So, jetzt.
hat jetzt der Simon Murray wieder den Ball und geht vor. Und geht alleine vor und macht das 3 zu 0. Moment, 2 zu 0. 2 zu 0. Gut. Ja, das war nicht gut. Ich renne halt immer nur nach vorne und so. Aber das klappt halt auch, deswegen ist es auch nicht schlimm. Wenn es sowieso klappt, dann ist es auch egal. So, jetzt. Das war jetzt echt verdammt schlecht. Ich wollte irgendwie einen Trick machen oder so, aber man sieht ja, wie gut es geklappt hat. Okay. Podence oder wie auch immer. Ja, der schafft ja nichts. Wir haben bis jetzt noch kein Gegentor. Also insgesamt, aber wir haben auch erst. Das ist auch erst das dritte Spiel. Da kann es schon vorkommen, dass man noch kein Tor hat, vor allem in der Trainingsliga. Wir versuchen in der Trainingsliga kein Gegentor zu bekommen. Oder generell nicht. Das wäre einfach. Das wäre richtig stark. Das war jetzt nicht so stark, was ich da gemacht habe. Ich mache wirklich hier. Das ist alles nur Schwachsinn, was ich gerade mache. Der war jetzt im Abseits, ja. Ja. Das war auch Schwachsinn. So. Unser neuer Transfer, Coulson. Passt zu Murray. Murray passt zu Gender. Leider Gegenspieler. Okay, jetzt Sastre zu Longstraff. Zu Firmino. Murray und Murray zu Coulson, unseren neuen Vertrag. Und der schießt jetzt einfach mal nicht, weil er gegrätscht wird. Ich wollte gerade schießen, aber ging nicht. Ich wollte dann mal was ausprobieren. Ob der auch von weiter weg mehr rein trifft? Okay, wir wechseln jetzt Roberts gegen Pereira. Der sah aus. Der ist auch direkt hier drin und passt zu Coulson. Und jetzt Coulson mit dem Schuss und ja, komplett daneben. Aber das war auch echt schlecht von mir jetzt hier. Also, muss man einfach sagen. Firmino vor zu Murray. Und jetzt. Als wenn der gegen den Pfosten geht. Ich wollte den drüber laufen und dann geht er einfach gegen den Pfosten. Ja. Aber dann kommt. Firmino hätte eigentlich auch reinlaufen können noch. Aber ich habe jetzt einfach so geschossen. Also ich hatte Angst, dass er vielleicht doch noch weggenommen wird, der Ball. So, Coulson ist wieder da. Und jetzt. Upsi. Ich wollte gar nicht grätschen. Ich dachte, der Ball käme zu mir, dann wollte ich schießen, aber jetzt habe ich halt gegrätscht. Ja, jetzt haben wir eine gelbe Karte kassiert. Okay, jetzt komm. Tor! Ist ja auch nicht schwer. 4 zu 0. Ja, das war jetzt nicht wirklich schwierig, aber es ist halt immer noch die Trainingsliga. Später wird es dann noch schwieriger. Wir müssen aber erstmal aufsteigen, aber das werden wir easy schaffen. Also wenn wir das nicht schaffen, ja, das ist ein bisschen dumm, was ich hier mache. Aber die Trainingsliga kriegen wir easy rasiert, das auf jeden Fall. Ist es eigentlich, das ist schon, das ist doch von der Trainingsliga, oder? Weil bald kommt noch Global Challenge Cup, Runde 1 und so. Ja, tauschen wir aus, Mesquita gegen Sastre. Ich weiß nicht, ob er dies wirklich so ausspricht, aber die kennt halt auch keine Sau, die Spieler. Das sind halt irgendwelche, keine Ahnung was. Außer natürlich Roberto Firmino. Okay, ne, Trainingsliga spielt 3 von 5. Habe ich doch vorher schon gesagt. Okay, mehr also hier. 4-0 gewonnen. Tabelle Platz 1. Ist ja auch nicht wirklich schwierig, aber das habe ich jetzt nur noch mal gesagt, dass es nicht schwierig ist.
Sehen wir uns Rans an. Wieso? Jede Woche findest du neue Spieler. Aha. Gibt's da jetzt mal endlich einen Link? Nee, gibt's nicht. Ja, aber ich glaube, wir brauchen jetzt keinen davon. Jetzt kommt Global Challenge Cup, Runde 1. Warte mal, Gruppenmatch, also Gruppending. Das heißt, ja, Gruppe. Erstmal gegen Celtic. Ja, da geht's sogar in der Gruppe gegen Chelsea auch noch. Das wird schon eine Herausforderung. Warte, wir können ja am Plan schauen. Wann geht's denn gegen Chelsea hier? Also, das sind noch viele Spiele dazwischen. Erstmal Trainingsliga, dann Bronzepokal. Dann nochmal Trainingsliga, dann Global Challenge Cup gegen Lille. Dann Trainingsliga und dann gegen Chelsea. Also, das dauert schon noch lange, bis wir gegen Chelsea drankommen. Wir werden auf jeden Fall noch gegen Chelsea spielen, weil es ist ja Gruppen. Match. Deswegen. Wir versuchen natürlich ins Global Challenge Cup, in die K.O.-Runde zu kommen. Celtic ist auch. Eigentlich müsste es deutlich besser als wir sein. Aber ja, das sehen wir ja jetzt, was wir daraus machen aus dem Spiel. Ich hoffe, wir verkacken jetzt nicht sofort. Könnte schwierig werden. Die haben halt viel bessere Spieler als wir. Aber wir werden es schon schaffen, Leute. Ich weiß nicht, ob Celtic oder Lille schlechter ist. Jedenfalls Chelsea das beste Team von unserer Gruppe, das ist klar. Ich glaube, jeder kennt auch Chelsea, also. So. Jetzt unseren neuer Transfer. Ja, schießt. Nee. Das war jetzt nicht wirklich ein guter Schuss. Muss einer üben. Okay. Konsa holt sich den Ball. Passt zurück zum Torwart More oder. Ja, More. Keine Ahnung. Kurzen unser neues Vertrag. Ja, passt zu Taylor. Dann. Ja, macht er einen Scheiß und passt aber trotzdem. Zu Roberts, dann wieder zu Coulson. Dann. Das war schlecht, aber egal. McMahon. Vor zu Firmino. Der hat leider. Es war leider Abseits. Ich gucke nie auf Abseits irgendwie. Das sollte ich mal wirklich öfters mal gucken. So, Firmino hat jetzt den Ball. Ja, es gibt Freistoß. Und direkt eine rote Karte. Für Callum McGregor. Ja, die Freistöße sind richtig komisch. Wenn der jetzt reingeht, das. Da habe ich doch nicht. Das. Ja, das. Ich verstehe die Freistöße nicht so, noch nicht so ganz. Einfach ging der nicht rein. Schade, weil sonst gäbe es nämlich die Führung schon. Leider aber nicht. So, Firmino. Wozu nicht vor? Konsa. So, Firmino hat jetzt den Ball. Zu Longstraff. Straff. Dann zu Larsen. Oder Larsen. Jetzt Flanke und Coulson. Tor! Hayden Coulson. Erstes Tor für sich. Für ihn. Beim neuen Verein. Schönes Tor. Und damit die Führung für die Sobe FC. Ja, jetzt ist Halbzeit. Wie so unsere Mannschaft gerade aus. Vielleicht wechseln wir den mal ein gegen den Zack und Longstraff gegen Pereira de Sa. Und ansonsten vielleicht noch Coulson. Gegen Arman Persson. Keine Ahnung. Okay. Weiter geht's. Drei Auswechslungen und los. Jetzt können wir keinen mehr auswechseln in dem Spiel.
Ja, schlecht. Ich bin halt auch nicht so. Ich meine, ich gewinne ja trotzdem, aber es ist ja egal jetzt. Machen wir weiter. Petravikus, neu eingewechselt. Schießt daneben. Gut. Ja. Passiert halt mal. Dass man auch mal daneben schießt. Wir können auch irgendwie ab Liga 20, ich weiß nicht, wie man das kriegt, aber dann können wir auch online spielen. Gegen andere Teams. Also halt gegen echte Spieler. Ja, dann können wir auch gucken, wie gut wir eigentlich sind, weil das hier sind ja bloß so normale Bots, sag ich, oder halt, ja, so Computer, sag ich jetzt mal. Und ja, da, das kann ja auch leicht, wird ja auch leichter funktionieren, aber gegen echte Gegner könnte es schwerer sein. Dreher das, ich spiele halt wirklich nur nach vorne. Aber solange es funktioniert, ist es ja auch egal. Okay, was? Warum leckt es jetzt? Okay, ich glaube, jetzt geht's weiter. Ich habe jetzt gerade bloß auf Pause, weil das Problem ist gewesen. Es gab irgendein Leck. Aber ich glaube, jetzt geht's nochmal weiter. Habe jetzt wahrscheinlich den Leck einfach rausgeschnitten. Ich weiß auch nicht warum, aber. Ja, erstmal treffen wir nicht das Tor. Ne, also da war halt gerade ein Leck, aber das ist jetzt nicht schlimm. Schneide ich halt raus. So. Also, Firmino hat jetzt den Ball. Geht vor. Und verliert den Ball. Toll. Jetzt gibt es einen Wurf für uns. Taylor zu Armand Pearson. Der verliert den Ball. Okay. Ja, jetzt machen wir gerade wieder nur Scheiße. Wir haben jetzt gerade einen Foul gemacht. Jetzt einem. Ja, abseits. Ich sollte wirklich mal drauf achten. 72. Minute haben wir jetzt. Ach, Mann. Puh. Der Torwart hat jetzt eine gelbe Karte bekommen. Was? Ich glaube, der hat. Moment. Ich habe jetzt gar nicht drauf geachtet. Okay, ne, sehen wir nicht mehr. Ich glaube, der hat außerhalb des Strafraums die Hand benutzt. Nein! Ja, das ist das erste Gegentor. Mies. Das ist auf jeden Fall echt mies, aber es ist jetzt nicht in dem Trainingsliga gewesen, aber im Global Challenge Cup. Ja, jetzt sollten wir uns echt anstrengen. Wir wollen hier noch weiterkommen. Beziehungsweise Punkte für unsere Gruppe bekommen. Wir müssen jetzt das 2 zu 1 machen. So, ist Update, oder? Ja. Schlecht, schlecht, nicht, aber. Ich weiß auch nicht. Wo passe ich auch hin? Simon Murray. Ja, Mann, 2-1. Da ist wieder die Führung bei uns. Es sind wir kein Gegentor mehr kassieren und dann haben wir erstes Match gewonnen. Es sind immer noch 5 Minuten Nachspielzeit und vorbei. Ja. Wir haben gewonnen.
Okay. Also Chelsea und Schlele haben wohl 0-0 gespielt. Okay. Wie viele waren wir jetzt in der? Erster. Gut. Ja, stimmt ja auch. Sehr logisch. Wenn die Unentschieden spielen und das andere hat ja verloren, dann sind wir natürlich Erster. Also. Ja. Das war's mit dem zweiten Part von Dream League Soccer. Ich weiß, ich bin nicht der Beste, aber. Ja, ich würde dann sagen, sehen wir uns im dritten Part wieder. Ist ja logisch. Und dann, ja, bis dann. Tschüss.